Catch me in a moment of less rage, creature. Wird der Forscher einmal erhalten, Sie diese Zahlung. Nee. Ich habe denen gerade Geld gegeben. Das Auge der Götter ist geschlossen, zumindest laut den Hexern. Vielleicht ist es am besten Zeit zu wachsen, ungehindert von den Forderungen der Götter. Vielleicht ist es eine ruhmreiche Handlung nötig, um das Auge erneut zu öffnen. Chaos Korruption plus 5. Ach, die Horn bekämpfen sich gegenseitig, wenn die so nah aneinander stehen. Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Kann ich einmal nur mit einer Chaos-Horde rumrennen? Aber ich hab die doch, wenn ich die bekämpfe, sind ja auch in mehreren umhergerannt. Tempests and fire. For the gods of chaos, this is a let me about this. I'll have this world. So, ich mache einen Sicherheitsspeicherung. Sicherheit, Krieg, Norden. Weil das kann sehr schief gehen. Ist ja normalerweise nicht so meine Art. Erstmal ausrauben. Die Runde darauf können wir den Stamm gerne erwecken. So, Zielvorgaben, nein. Wäre aber schön, wenn er mich supportet. Die Zähigkeit. Ich will gern zur Chaos-Korruption, obwohl. Lass das mal sein mit der Chaos-Korruption da rechts. Aber es bringt mir ja schon nichts. Kann ich Horde ein bisschen abgeben an die andere Armee? Nordland ist ausgelöscht. We shall weave the spoilers. Come.
Genau, seid mal ein Tick schneller auf der Karte. Könnt ihr euch... Ne, könnt ihr natürlich nicht mehr. Militärischer Verbündeter, das bringt mir nichts. Ich werde die dann gleich nochmal angreifen und zum Vasallen machen. Why do you come to the frozen north? By the Eldritch I see. Never stop. Naja, geh da ruhig rein. Und du deck ruhig ein bisschen mehr auf. Auch wenn wir gerade nicht für den Blutgott kämpfen. Da werfen wir die Schweine mal eben. Der legendäre Kommandant Prinz Siegwald der Prachtfolge ist angekommen. Er kann jetzt rekrutiert werden und eine Armee in die Schlacht führen. Das finde ich gut. Der Prinz hat nämlich schöne Bonis. Aber an sich war es gefaked, weil es wurde ja gesagt, ich muss 4 Stämme auferstehen lassen. Aber ich habe 2-mal 2 Stämme unterworfen und habe 2-mal diese Stämme... aufstehen lassen. Also 2 Stämme aufstehen lassen und die dann unterworfen. So. So, sei cool. Du gibst nämlich jetzt einfach deine ganzen Soldaten. Vor Chaos! Vor Chaos! Dominus! Storm of Chaos Dallas! Never stop! The Empire has come! Bring ruin! Finally! Vor Chaos! So, da oben versucht er gerade eine Armee aufzubauen. Sie besitzen ja nicht viel Geld. Die Stämme des Nordens. Test. Mehr Blut für den Blutgott. Ja, 15.000 Gold. I foresee destruction. My adoring hordes agree. Onward to destruction. Shall we decant the wine? Mehr Blut. Now. Ich überlege gerade, kommen wir hier lang? Ja. Mordor.
Könnte es sein, aber ist es nicht. Copyright geschützt Material bei der eine. Mehr Nahkampfabwehr. Wenn ich die Horn nicht kombinieren kann, sehe ich ganz schwarz für spätere Schlachten. Egal wie stark Chaos-Armeen sind. Ist halt dennoch ein bisschen hart dann. Meine Freunde, beziehungsweise meine Vasallen, die sie jetzt auch nicht großartig hier was schicken, ne? Die stehen halt rum, machen aber nichts mehr. Reiß die Scheiße ruhig nieder. Das Chaos wird auch weiterhin der Tod für euch sein. Schön ist ja, die haben keine Mauern. Ich kann ja überall relativ entspannt reinmarschieren und die kaputt kloppen. Ich hoffe gerade, ich kann den Unterhalt einfach so weit drücken, dass die Chaos-Barbaren letztendlich sich nicht mehr großartig ausbreiten können. So, der hat ein bisschen Unterstützung bekommen. Da fällt mir auf, du kannst natürlich auch Fähigkeit Helm der Zwietracht. Wirkt sich sofort auf Ziele im Gebiet aus. 33 Sekunden. Bodenfeind. Ich sehe, du hast etwas Verteidigung aufgebaut. Bleibt noch auf Umkreisen. Ach, die Nordlichter. Ich würde mal spekulieren, es sollen Nordlichter sein. Ich weiß ja nicht, wie es ist in dieser merkwürdigen anderen Welt. Die sich Warhammer nennt. So, auf offenem Feld. Gegen einen Haufen Trolle, dessen linke Bein aussieht, als wenn das deren Penis wäre, der in die Seite hängt. Aber es ist schon okay. So, ihr gern hierhin.
Einfach sofort los. Ja, ist der Kommandant, der als gefährlich gilt. Er versucht zu fliehen. Oder stellt sich anders auf. Bewegt euch, fette Chaos-Ritterreiter. Da hinten wartet der Feind auf euch. Die werden nicht lange überlegen. So, kommen einige Barbaren von der Seite. Heute sind vielleicht ein bisschen viele geworden. Unterstützt die Reiter. So, die Chaos-Troller haben Angst. Unterstützt die da oben. Da kommen Unterstützungsarmeen. Aus dem Dorf, sag ich mal. Hast du mal langsam den feindlichen Anführer? So, scheucht die da oben weg. Der könnte gut sitzen. Ah, da ist Blut auf dem Boden. Man muss so genug töten.
Oh, sie müssen einfach zersplittern. Das war der feindliche Kommandant. Sehr schön. Und das war die Siedlung. Entscheidender Sieg. Also es ist sehr viel Blut geflossen für den Blutdot. Ja, ich hätte Kohle nehmen können, aber wir erwecken den Stamm hier. Weil dadurch kann ich schneller meine Einheiten wieder rekrutieren. Während ich in seinem Gebiet bin. So, dann unterwerfen wir den. Plus 3 Ressourcen. Ich glaube, der hat nur die Chaosbestie an der Seite zusammengefügt. So, da war die Bewegung auch am Ende. Ja, wäre total cool, wenn ihr irgendwas angreifen würdet. Vielleicht greifen die meinen Verbündeten jetzt an. Haben sie. Sie haben Feuerwerk gemacht. Ach, dieser Kommandant ist ein Dorn im Auge. Ravage them. Bring them to ruin. So, Blut für den Blutgott. Noch mehr Blut. Move. Sehr schön. Nächste Runde können wir ihn niederreißen. Ich erstmal das Marschieren-Upgrade. Verderber, Einkommen feindlicher Gebäude. Ach, du kriegst jetzt den Feuerball. Du bleibst jetzt erstmal in der Armee drin. Aber den werden wir bestimmt nicht kaputt machen können. Moment, den haben wir schon auferstehen lassen. Ah, die Zeit sagt, ich muss aufhören mit aufnehmen. War ein anderes Event. Mich stellt in der Zeit der Mikrofonarm hier. Sie haben meinen Verbündeten getötet! Ich glaube, diese Verhängnisburg hat irgendeinen wichtigen Aspekt. Sorry, dass ich so viel automatisch mache gerade, aber die sind, wenn wir unterlegen sind, dann lasse ich es lieber so laufen. So, 13.000 Widerstandstrank bekommen. Gefangene nach einer Schlacht plus 12%. Legendärer Kommandant, Berserker. Einkommen beim Ausrauben der Siedlung plus 6%. A beautiful decision. Moving! Kill them all!
Bring Ruin. So, beschleunige den Hordewachstum. Und jetzt muss ich, Moment, warum kann ich nicht weg? Der hat mir auch gezeigt, dass ich die Möglichkeit hatte, noch weiter wegzukommen. Verdammt! Der dunkle Prinz wird sterben gegen diese Armee. Naja, dieser Tod und noch vieles mehr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Total War Warhammer. Bis dahin, ciao. Euer Doc. Chaos.